Ja, es geht mal wieder um die Wurst. Wieder mal ist die Rede von der letzten Chance für Griechenland. Frau Navidi, was glauben Sie denn? Ist ein Grexit noch abzuwenden? Ich denke, die Chancen sind gestiegen auf mittlerweile ca. 80%. Denn Tsipras hat sich selbst in eine Ecke manövriert mit dem Referendum, in dem er gesagt hat, ihr könnt dagegen stimmen, aber wir bleiben im Euro ohne Sparmaßnahmen. Und insofern wird er da entweder die Bevölkerung enttäuschen oder den Anforderungen der Gläubiger nicht genügen. Was bedeutet das Ganze denn dann politisch für Alexis Tsipras? Wenn er den Gläubigern ausreichend genug entgegenkommt, dann wird ihm zu Hause Gegenwind entgegenkommen, nämlich innerhalb seiner eigenen Partei, die da nicht mit einstimmen werden, und auch von der Opposition. Er muss sich da politisch umorientieren oder aber er wird den Rückhalt in der Bevölkerung verlieren. Also in jedem Fall wird es problematisch werden. Vor allen Dingen, wenn der Euroanschluss verloren wird, werden die Sparanforderungen an die Bevölkerung in Anführungsstrichen viel dramatischer werden, ein Vielfaches von dem betragen, was der Sparkurs betragen hätte, wenn sie drinbleiben würden. Jetzt hört man immer häufiger, warum auch immer jetzt erst, von der amerikanischen Regierung, jetzt auch auf einmal vom Internationalen Währungsfonds, dass man eigentlich einen Schuldenschnitt bräuchte. Was halten Sie davon? Ja, das ist die übliche Politik des EWF und ich denke, dass man sich im Wesentlichen einig ist, auch auf Gläubigerseite, dass dies kommen muss, sei es denn wenigstens in Form von noch längerer Zahlungsfristen und geringerer Zinsen, aber das kann man jetzt noch nicht so sagen. Die Gläubiger wollen, dass Griechenland jetzt erst einmal in Vorleistung tritt mit Reformen und dann kann man ihnen später immer noch entgegenkommen. Jetzt gibt es vereinzelt Umfragen, dass etwa 90% der Deutschen gegen eine weitere Rettung der Griechen sind. Wird da ein Austritt Griechenlands aus dem Euro forciert? Beide Szenarien haben große Risiken, aber ich denke, man muss einem System auch die Chance geben, dass es sich neu aufstellen kann, denn der Euro hat ja mit einem Konstruktionsfehler bereits angefangen, die Welt hat sich verändert, man hat dazugelernt und alles unterliegt einer Evolution und wenn man dieses System künstlich so im Würgegriff hält, dann werden andere Druckpunkte hier oder da irgendwann aufbrechen. Deswegen glaube ich, ist es besser, wenn man geordnet Verbesserungen vornimmt. Jetzt scheint man vielleicht abschließend in Deutschland also eher der Meinung zu sein, keine weiteren Hilfen. Was hören Sie denn hier in Amerika? Hat man da Mitleid, hat man da ein Herz für Griechenland? Die Amerikaner stehen geschlossen, würde ich sagen, also in meinem Kreis auf Seiten der Europäer und damit auch der Deutschen. Zwar ist man gegen den Sparkurs, das schon, aber in Amerika wird ja die Eigenverantwortung groß gehalten und hier stößt der Ton und das Gebaren der Griechen doch auf Unverständnis. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.